So, und damit seid gegrüßt, mit dem zweiten genommen habe zu einem neuen Part, zu einem neuen Video, VR-Chat, ist das, VR-Chat spielen wir hier. Wenn ihr das hier seht, dann habe ich was verkackt. Ja, wenn ihr das hier seht, habe ich Super Mario 3D World nicht aufnehmen können, dann ist was dazwischen gekommen. Eigentlich war für heute 14 Uhr Super Mario 3D All-Stars, ne Quatsch, nicht 3D All-Stars, sondern also Mario 3D World aufgenommen, hätte ich das aufnehmen müssen. Heute ist, es wird knapp, ich merke schon heute, ich bin in der Vorproduktion ziemlich schlecht, also ist eigentlich recht tagesaktuell. Also eigentlich müsste ich jetzt heute, hätte ich heute aufnehmen müssen. Aber ja, also morgen ist noch die letzte Möglichkeit, dass das noch aufnehmen kann. Ansonsten wird es knifflig. Also wenn das jetzt hier seht, dann habe ich es nicht geschafft, Super Mario aufzunehmen. Ja, ansonsten habe ich hier was, was ich euch zeigen wollte, was ich schon länger euch zeigen wollte. Hier bei Worlds, da können wir hier mal 11-mal Pokémon eingeben. Das habe ich schon vor langer Zeit entdeckt. Man muss es jetzt nur noch finden. Hier gibt es einiges Tolles. Ja, Pokémon Sword und Shield. Ich habe hier noch mal, was ich euch zeigen wollte. Kopfkratz. Habe ich eine Welt gesehen. Hier Pokémon Kanto. Das ist eine Welt. Können wir gleich mal hingehen. Die nach Pokémon Let's Go Evoli gebaut ist. In der man einfach mal Pokémon Let's Go Evoli nachspielen kann. Das finde ich, das hat mich schon so. Hat mich beim ersten Mal, als das Offscreen gespielt habe, schon so sehr. Das hat mich so sehr geflasht, dass ich das jetzt. Das wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Dann zeige ich es euch halt heute. Ihr hört es schon leise im Hintergrund. Die Musik ist hier wirklich, ich habe hier ein bisschen leise gestellt. Kann die ein bisschen lauter machen. Ist wirklich ein bisschen leise, aber vielleicht hört man es ein bisschen, das ist eine kleine Pokémon-Musik. Notifications. Okay. Settings. Most sensitivity. Mikrofon. Okay. Mein Kopfhörer kann es lauter machen, aber das ist jetzt hier nicht. Ah, okay. Kann man die Musik lauter machen. Sehr schön. Willkommen in der Welt der Pokémon. Können wir uns einen Starter aussuchen, so damit wir es nehmen können. Ich will dich, Pikachu. Oh, sehr schön, jetzt haben wir ein Pikachu, was hinter uns hier läuft. Das sieht man jetzt hier nicht so gut. Wenn wir den Pokéball mit uns mitschleppen, dann läuft das Pikachu hinter uns her. Wir haben eine erste Beere. Ja, in dem Menü kann man jetzt nicht so wirklich. Das ist. Ich bin auf der PC-Version des Spiels. Anstatt auf der VR-Version gibt es noch Pokémon League Avatars. Da kann man sich noch Avatare aussuchen. Aber so sieht das jetzt gerade. Ich reise gerade mit dem Among Us Charakter in Pokémon. Können auch hier mal kurz reingehen. Die Welt verlassen. Uns einen Avatar holen. Die Zeit muss sein.
Aha. Aber das aus den Welten. Okay, passenderweise müssten wir mal hier aus Kanto welche nehmen. Charaktere. Aha. Okay. Ein neues leichte Pokémon-Musik. Hintergrund, okay. Ich dachte, Avatare gibt es hier. Ah, hier. Ach, Pokémon ist ja krass. Man sieht Pokémon aus der Generation, aus den Generationen oder was. Nicht schlecht. Mal selbst ein Pokémon sein. Ich dachte eher an Trainer, die wir benutzen können. Relaxo. Ich bin Relaxo. Ein ziemlich großes Relaxo. Gibt es auch Trainer hier? Ein Gengar. Geht's zurück zu Pokémon Let's Go. Gibt es hier irgendwo einen Spiegel oder so, wo wir uns angucken können? Da läuft das Relax übers Feld. Etwas kleineres Pokémon vielleicht, was menschliche Größe hat. Thema menschliche Größe. Mewtwo. Wir nehmen hier den Feuerstarter. Sehr schön. Oh, nicht schlecht. So, und damit willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin ein Feuerstarter. Glurak wollte ich gerade sagen, bin ich nicht. Oha, sieht gruselig aus. Ich glaube, ich habe hier auch noch die, habe ich auch noch Pokémon-Charaktere aufgehoben. Nee, habe ich nicht. Okay. Ja, wir sehen uns ja nicht so häufig. Selbst sind wir auf einem Spiegel vorbei. Journalist Discord, okay. Der Entwickler hat einen Discord. Ach, ich glaube, es gibt hier auch noch ein paar Charaktere, die man sich hier abholen kann. Das ist unser Haus. Da kann man nicht rein. Okay, ich glaube, das sind die Charakterplatten. Da kann man sich tatsächlich einen Charakter holen. Gerade nicht. Okay, und jetzt geht's aus der Heimatstadt hinaus ins hohe Gras. Und die Musik ändert sich auch. Es ist einfach Kopfkratz. Nervöses Kopfkratz. Sehen wir, ein bisschen können wir Beere nehmen. Durchs hohe Gras. Das ist ein Taubsi, ein wildes Taubsi. Ratfratz. Wie Let's Go Evoli. Ist das nicht herrlich? Das in, wir spielen es gerade auf der PC-Version, aber das in VR steht mir da, wenn das dann wirklich dann durchlaufen kannst. Mit der VR-Brille drauf und dann in deinem Zimmer auf der Stelle läufst und so ein bisschen. Ein riesiges Taubpoker. Wenn ich mich nicht irre. Das ist halt wirklich. Ins Pokémon Center. Es ist halt wirklich traumhaft. Hier mein Pokémon. Ich habe mein Pokémon nicht mit, aber hier mal aufladen.
Ding, 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 ding. Ja, es ist halt wirklich genial. Da hat sich wirklich jemand Zeit und Mühe gegeben. Wir können hier sogar zur Pokémon-Liga durch. Die Map 1. Es gibt keine Story, die man hier machen muss, aber das ist halt. Oder ich weiß nicht, gibt es das auch irgendwie als Möglichkeit, eine Story durchzuführen? Auf jeden Fall kann man hier erstmal durchgehen. Hier ist der Weg zur Siegesstraße. Wo man eigentlich am Anfang noch nicht durch kann. Hier können wir einmal durch. Stop 4. Können wir sogar auch das Wasser drauf. Hier ist noch eine Beere. Es ist wirklich legendär. Da hinten sehen wir schon die Top 4. Durch den Tunnel durch. Kann man hier aus dem Tunnel raus und ist dann hier auf dem Indigo-Plateau. Auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Die Treppe hinauf. Und rein geht's. Wir können nochmal unsere Pokémon heilen, bevor wir in die Top 4 aufbrechen. Können wir noch nützliche Items kaufen. Und rein geht's. Dann Ersttrainer Lorelei. Die Charaktere sind hier gesperrt, was schade ist. Jetzt weiter der nächste Bruno? Ich weiß nicht. Ja, die dritte Trainerin. Siegfried. Der Champ, unser Rivale. Ist das jetzt? Man kann hier, das ist ja wirklich. Man kann hier alles mit, man kann hier auch, muss nicht direkt durchgehen, man kann hier alles, man hier rüber hüpfen und das ist halt wirklich. Das würde ich gerne mal in VR erleben. Oh, da ist man wieder am Eingang zurück. Champ besiegt. Mit Champ, der Carlos, der. Ich bin müde. Es ist spät. Kantorion. Wie geht's dann zurück? Nehmen wir mal den klassischen Weg hier. Hier ist die erste Arena, die letzte Arena. Nämlich Richtung einer. Genau, mit schöner Pokémon-Musik. Der Schalterrätsel. Ja, das ist die letzte Arena. Lösen wir mal das Schalterrätsel. Das ist, naja, gut, das ist jetzt hier nicht. Guck mal hier, da sind die Trainer. Das letzte Gold Evoli. Und da ist der Team Rocket Boss Giovanni. Es ist herrlich. Man kann auch über alles drüber springen. In die Häuser kann man jetzt nicht rein, aber ja. Top 4 konnte man rein und in die Arena. Jetzt steht die Brücke davor und blockiert den Weg. Im Wald. Varia-Wald, ich hab's lange nicht mehr gespielt. Ist auch eine Weile her, seit Let's Go Evoli gespielt habe. Und Pokémon Gelbe Edition ist auch schon eine Weile her. Durch den ersten Wald. Eine Kantorregion. Ich renne hier mehr mal ein bisschen durch, weil ich dann. Trainer Battle. Es ist herrlich. Ganze Trainer, die hier stehen. Was, ich bin hier gerade ein Glutexo. Das ist kleiner als ein Glutexo. Okay. Aber in die nächste Stadt.
Victania City mich enttäuscht. Auf dem Weg nach Victania City. Oh, ich kann hier rein. Ins Museum. Es ist wie detailreich und wie großartig das ist. Es ist halt wirklich. Jedes einzelne Detail hier wirklich in das Spiel, in VR, vom Spiel in VR-Chat hier reingebracht. Ist da in der virtuellen Realität, naja, die Tür fehlt und so. Ah, das ist mega auf hohem Niveau. Die einzelnen Trainer hier. Hier dann wirklich die erste Rocco, die erste Arena. Seine Pokémon. Rocco. Hier gibt es den Charakter von Rocco. Die Charaktere kann man sich da glaube ich auch wirklich mitnehmen. So können wir auch in den Pokémon Supermarkt rein. Okay, können wir nicht. Wir fallen durch die Map. Ja, schön. Da steht ein Baum in der Luft. Ja, so eine oder andere Schwäche. Eine oder andere Schwäche hat das Spiel noch. Und fällt ab und zu durch die Map. Aber das Geilste ist doch der Soundtrack, dass sie das wirklich eingefügt haben hier ins Spiel. Man kann halt wirklich, glaube ich, fast, man kann wirklich fast, ich weiß nicht, wie, ob fast oder ganz, man kann hier wirklich das ganze Spiel durchlaufen, man kann hier wirklich die ganze Welt der Pokémon, man kann hier auch überall drüber springen, man kann hier natürlich auch das Gebirge wegnehmen. Höhlen sind hier wirklich schwierig. Ich weiß nicht, ob ich mich da traue, so reinzugehen, sonst wäre ich wieder durch die Map. Discord, Pokémon Center. Ah, oh cool. Aber ich glaube, da kommt man nicht mehr raus. Sind wir in der Höhle drin. Das ist nur noch drin, da geht man, kommt man nicht weiter. Aber auch die Höhle haben sie, ist es halt wirklich. Pokémon-Fans lieben es. Ja, hier kann man halt dann rüber. Hüpft man halt einmal rüber. Oder auch nicht. Weiß nicht, kann man da irgendwie lang kommen? Das irgendwie durchpacken. Ja, hier ist gerade leider ein bisschen. Ich glaube, da. Durch die Höhle kommt man, glaube ich, nicht durch. Und wenn nicht, geht man von der anderen Seite lang. Man kann an einigen Stellen hier wirklich durch. Muss man dann aufpassen, dass man nicht durch die Map glitscht. Wenn nicht, gehen wir einfach zum Startpunkt zurück. Ich kenne Abkürzung zum Start. Dann geht man hier rüber. Das ist ja auch Zinnober in Sinn. Es ist halt wirklich wundervoll. Ja, ab und zu mischt sich der Sound noch ein bisschen. Pyrus Arena. Hier gibt es eigentlich den Pyro-Charakter. Es ist sehr schön. Da hat jemand wirklich sein Herzblut reingesteckt. Oha. Die verlassene Villa. Ach du Schreck, das ist halt wirklich das hier.
Mit so einer Detailliebe hier. Man glaubt's kaum. Ja, da drüben sieht man noch ein paar Häuser, aber das. Das ist einmal doof. Jetzt wieder aufs Wasser. Im Moment ohne Musik. Ich weiß nicht, ob von die Höhlen reinkommen. Als das das letzte Mal privat gespielt habe, war es mit den Höhlen ein bisschen schwierig. Also vorsichtig bei den Höhlen. Dann haben wir die Hafenstadt. Das ist die Kogas Arena hier. Und der Soundtrack immer wirklich für die Stadt angepasst. Koga. Pokémon Center. Der obligatorische Besuch beim Pokémon Center. Die Safari-Zone. Und das Pokémon Go-Dingens. Wo man nicht rein kann. Pokémon Go Scheiße, wenn man sich von Pokémon Go in Let's Go Evoli was runterladen kann. Okay. Nimm die Trainer. Ja, zu Let's Go Evoli gab es ja schon ein Let's Play auf meinem Kanal. Wer das noch nicht gesehen hat, soll sich mal anschauen. Pokémon Let's Go Evoli. Sehr sehenswert. Das Let's Play. Wirklich. Sehr toll geworden. Kann man auch anbieten. Kann man sich anschauen. Ist wahrscheinlich auch in der Endcard verlinkt dann. In die Kanto-Region. Hier haben wir wirklich jede Stadt hier. Und wenn nicht, geht man mal das Wasser und geht von rückwärts. Das ist also man halt. Ja, das ist eigentlich eine Schwäche war halt, dass man da nicht durchs Dingens konnte. Selbst ins Casino kann man rein. Mit den Sachen spielen kann man nicht, aber man kann sich die Natur. Die Natur würde ich sagen. Im Casino. Man kann sich alles. Die wichtigsten Häuser kann man sich direkt angucken. Ins Kaufhaus. Auch ins Kaufhaus kann man reingehen. Ui. Und sich vom Dach stürzen. Getränkeautomat. Ist es herrlich. Ja, vom Dach stürzen. Keine so gute Idee. Ja, ich würde mal sagen, ich habe euch das. Okay, jetzt sind wir in einer anderen Welt. Würde ich sagen, ich habe es euch präsentiert. Ich weiß nicht, wie ich das euch zusammenschneiden werde, aber es ist doch wirklich für jeden Pokémon-Fan wirklich eine Freude, ein Fest. Was haben wir hier noch? Haben wir Emotes? Broken don't use. Hä? Ich hab's gerade geused. Ja, die üblichen Verdächtigen. Black Cat. Die sollte man hier gerade unter den Settings. Die wird leiser stellen. Sonst brüllt mich gleich dann wieder eine an, wenn ich hier weitergehe. Gut, na dann. Glaube ich, nach oben soll es sich gefallen haben. Lasst einen Daumen neu seid und haut rein. Bis dann und ciao.